Grüße euch, liebe Freunde. So, wir haben ein Zwischenevent hier in unserem VRC Generations. Erlaubt ihre aktiven Crew sich zu erholen. Ist bevorstehend Erholung. Okay, das war die Rallye Sweden. Siegbedingungen keine. Bestätigen. Lassen Sie sich erstmal erholen, ne? Geht denn das jetzt? Bestätigen. Ja. Und da ein bisschen was von der Menüführung nochmal seht. So. Jetzt haben wir natürlich hier ein weiteres Kalenderereignis vorstehend. So, da haben wir hier Ziel-Testgelände. Trainingsevents ermöglichen es Ihnen, in einer kontrollierten Umgebung zu üben. Siegbedingungen: Gewinnen Sie Medaillen durch erfolgreich abgeschlossenes Training. Anmeldegebühr gibt es für 1400. Keine Ahnung. Belohnung gibt es gar nichts, nur Geld und XP. Schauen wir uns an. Ist gerade nicht. Erholung, Teamaufbau, Training. Haben wir alles gemacht? Teamaufbau, was ist Teamaufbau? Verbessern Sie die Moral mit einem Teambuilding-Event, ja? Schauen wir mal. Ah, da gibt es Moralpunkte. Okay. So ein bisschen Management ist hier noch bei, okay. So, Kalender zeigt uns jetzt, was bevorstehendes an. Das war Teamaufbau. Dann hat man den Rest im März frei in der Woche. Jetzt haben wir schon wieder was. Was ist das? Erlaubt ihrer Crew sich zu erholen. Teamaufbau, Training. Wir können ja mal so ein. Ne, wir fahren Team auf. Macht die Bedienung. Jetzt haben wir auch keine Moral bekommen, weil wir schon gemacht hatten wahrscheinlich. So, jetzt bevorstehend, bevor die Rallye in Kroatien losgeht, lassen wir sie nochmal erholen, damit wir fit sind. Und dann starten wir die Rallye in Kroatien, Leute. Event, Kalender. Bevorstehend. Nächsten Rallye. Erreichen Sie die höchstmögliche Platzierung. Anmeldegebühr 10 Scheine. Dann sind wir nur noch bei 41. Belohnung. Gibt's ordentlich was. Ja, dann mal los. Schwierigkeit. Lass mal wieder ganz normal 100%. Ich weiß nicht, hatten wir jetzt auch so gefahren. Schadeneffekte Mitte, Dauer realistisch. Permakrisch aus. Damit wird die Anzahl der Versuche auf 1 gesetzt. Du kannst also nur einmal sagen, ich starte nochmal neu von vorne. Jetzt haben wir 4. Damit auch nochmal ein bisschen sowas von seht, ne? Können Sie den Checkdown absolvieren, um nochmal 4 Sätze zusätzliche Reifen für Ihren Bestand zu erhalten? Machen wir. Nacht. 7 Kilometer. Reifenbestand. Verstehe ich jetzt wieder nicht. Asphalt trocken, weich und nass. Also Regenreifen, ne? Sie bieten durchschnittlichen Grip bei Nässe, verschleißen aber schnell, logisch. Da müssen wir mal ein paar mitnehmen. Sind das Sätze oder sind das Einzelne? Einzelne, ne? Nimm mal 2 Sätze Regenreifen mit. Trocken, ich weiß ja nicht, wie Temperatur da ist. Brauchen wir weich oder hart? Mal 2 Sätze hart, 2 Sätze weich. Regnet es da viel? Ich habe keine Ahnung. Luftfeuchtigkeit. Nochmal weich. Jetzt haben wir nochmal 2 Ersatzreifen. Nehmen wir einen harten mit und einen trocken Dings.
So, dann sind wir jetzt in der Croatia Rally. Und der Shakedown, um zusätzliche Reifen zu kriegen, das ist nur eine 3 Kilometer Strecke, fahren wir noch, liebe Freunde. Was haben wir denn drauf? Trocken. Asphalt trocken hart ist das. Wir gucken uns das einfach mal an. Mit Ersatzrädern. Tag beginnen. Viel Spaß. Bodenwillen, weißt du, auf einer Straße hin. Überlegen Sie die Aufhebung beeinflusst und wie Sie das Tempo halten können. Ja, nicht immer Vollgas fahren. Ne? Bei Nacht, aber es ist nur kurz 3 Kilometer. Das ist jetzt Croatian Shakedown. Erreichen Sie die höchstmögliche Platzierung. 3 Kilometer quasi. Dann los. 5, 4, 3, 2, 1. Right 5, short, tightens, don't cut. Into flat left, 120. Boah, jetzt müssen wir erstmal auf die Böden von der Schweden verlegen. Keine Ahnung, wie ihr verhalten ist. Right 5 long, tightens into left 4 short. And left right 6 into right 5 short. Left 5 short, 200. Keep middle over crest, jump 50. Left 5 short. Right 5 cut. Into right 4 small cut. And right 3, don't cut, break into square left. Left 5, into right 3, tightens and left 4. Right 3, into left 3, short. Right 3, over crest. Left 3, don't cut, into right 4, narrows. Left 5, hard break, into left 2, short. Flat right, cut, into left 4, don't cut. Square right, 30. Square right, small cut, narrows, into right 3, 100. Halt mir selber verdammt. Ich wollte gucken, wie das hinhaut. Oh, du kannst immer nicht, wenn das zu eng ist. Ah, verdammt. Naja, ich krieg die ungeschönte Wahrheit. Wir haben uns jetzt die Zeit versaut. Caution, hard break, right 3, small cut. Into left 4, short cut, 30. Kind muss raus. And left 2, short cut, 100. Caution, left, right, 2, into flat, right. Ach, das war schon das Ziel. Naja, 15 Sekunden hat das jetzt bestimmt gedauert, oder? So, dann müssen wir die Bude nochmal reparieren. Für den Tausi, der Turbo hat einen Wegaufhängung. Bestätigen. Jetzt haben wir nur 41 und war klar, weil die Startgebühr war ja auch 10.000, ne? Sehr schön, liebe Leute. Dann werden wir beim nächsten Mal ich werde wieder nicht alle Ziele machen. Ihr seht ja, wir haben hier SD 1, 2, 3. Dann kommt wieder Reparatur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Veranstaltungen auf Nacht. Morgendämmerung.
Weiß es nicht, wie viele Renntage das sind. Steht hier das hier irgendwo? Ich dachte, man kann das so hier sehen. Das war dann Morgendämmerung, dann kommt schon Mittag, Abend, Nacht. Okay, es ist immer, geht im Nachts los hier scheinbar, die Tage. Das erste hier ist Nacht. Das ist aber Mittag, nee. Das ist dann ein Tag. Also 3 Tage wahrscheinlich. Und wir haben Ziele. Beenden Sie die Rallye ohne Rennstrafen wieder? Na klar. Erzielen Sie bei der nächsten Rallye auf mindestens 3 Abschnitten die beste Zeit. Okay. Das sind nochmal so Bonusziele, ne? Die man erreichen können. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Euer Master.